Guten Tag, mein Name ist Donk Performance und ich habe mir eine Schere gekauft. Wir brauchen einen Fotografen, verstehst du? Na mach doch deinen Scheiß! Heute geht's um MTech 2, wie wir sehen, MTech 2 Original. Richtig teuer, der Kram, der Stuff mittlerweile. Dann haben wir MTech 2 Lichterprofi-Fake. Ich glaube, da braucht man nicht mehr viel zu sagen. Da haben wir viele Videos dazu gemacht. Gibt's auch eine Playlist mit Montage, Vergleich zu Original, alles mögliche, an einem Touring montiert etc. Jetzt gibt es von der Firma DM Autoteile, gibt es auch ein MTech 2 Paket, ist es nicht ganz. Es gibt momentan die komplette Frontstoßstange bzw. die komplette Front. Und was da schon mal der Riesenunterschied ist zu der Lichterprofi Stoßstange, die Stoßstange bzw. das Set ist zweiteilig, wie es auch original ist. Die Teile wurden 1:1 nachgebaut. Der gute Levo, wir kennen ihn alle, hat damals vor, keine Ahnung, 3 Jahren oder sowas, glaube ich, ein komplettes MTech 2 mit Clips, Halterungen, alles quasi, was man braucht für einen normalen Zweitürer oder Viertürer auf MTech 2 umzubauen, hat er damals der Firma DM Teile gegeben. Und jetzt ist es soweit, dass quasi die Stoßstange vorne verfügbar ist, beziehungsweise die jetzt verbaut werden kann. Ne? Also die ist jetzt brandneu auf dem Markt. Die Sachen gibt es seit gestern, glaube ich, offiziell im Shop. Und heute habe ich sie schon. Vielen Dank an alle, die mich darauf verlinkt haben, weil der Dominik heißt ja, glaube ich, der gute Dominik, der hat die Teile beworben quasi, beziehungsweise hat gesagt, ey, ab nächster Woche gibt es die Teile offiziell zu kaufen. Und haben sich ganz viele Leute sind hingegangen, haben das kommentiert und haben meinen Namen drunter geschrieben und haben gesagt, ey Micha, mach bitte ein Video dazu. Oder kannst du da irgendwas organisieren, dass du dir das mal anschaust. Ne? Weil ich will niemandem was Böses unterstellen, aber jeder, der sowas verkauft, der sagt natürlich, ist der geilste Shit, weil keiner wird sagen, ey, meine Stoßstange, die passt überhaupt nicht. Deswegen haben die Leute gefragt, ey, sag mal Micha, kannst du das besorgen? Weil ich das dementsprechend ja, neutral dementsprechend bewerten. Ne? Also ich bin ehrlich, ich habe die Sachen jetzt geschenkt bekommen, also gehe ich von aus, außer ich muss wieder zurückschicken. Zahlt habe ich dafür jetzt nichts. Schon mal vielen, vielen Dank an das Vertrauen und ich packe das jetzt erstmal aus. Und wenn das ausgepackt ist, dann zeigen wir das im Detail und vergleichen es mit den Originalsachen. Montieren können wir es heute nicht, weil ich habe den Dominik schon gefragt, wie wird denn das montiert? Das wird 1:1 montiert, wie es original auch. Das heißt, es muss geklipst werden. Wer schon mal einen MTech 2 E30 gesehen hat, komplett nackt, der weiß, wie so ein Ding aussieht. Nämlich das Ding ist komplett durchlöchert. Da müssen nämlich in die Frontmaske, die momentan hier gar nicht existiert, müssen einen Haufen Löcher reingebohrt werden. Und da kommen spezielle Clips von BMW rein, da wird das befestigt. Dieses Befestigungsmaterial ist momentan noch nicht dabei, soll aber, sobald sie das jetzt geregelt haben, auch bei dem Kit zukünftig dabei sein. Ich weiß nicht, weil die Sachen sind jetzt ja schon online, ob die Leute das danach geschickt bekommen oder nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Müsste man dann, denke ich, im Einzelnen klären. Ich packe das jetzt aus und dann sehen wir uns gleich. Nein, 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 nein! So, ausgepackt ist es. War ein kleiner Krampf. Sehr, sehr gut eingepackt. Schon mal Lob an denjenigen, der das einpacken musste oder durfte. Jetzt habe ich vor mir quasi das. Also, wenn er jetzt fragt, warum sind da Kratzer auf dem anderen neuen Teil, ist gerade runtergefallen, aber ich denke, das ist nicht kaputt gegangen. Das hier ist meine originale MTech 2 Stoßstange. Für die Leute, die überhaupt nicht raffen, was MTech 2 heißt, beziehungsweise das, was das ausmacht, wenn ihr euch eine normale Stoßstange vorne anguckt, sind diese Zierleisten nach außen hin quasi gewölbt oder werden aufgesteckt. Bei MTech 2 ist das hier eingelassen, wie wir sehen. Ne? Das heißt, auch die Stoßstange als solches, also das ist die Stoßstange, das was gerade runtergefallen ist, quasi die Frontschürze, ist dann einzeln, also ein Teil. Bei einem E30 normal ist die Stoßstange, keine Ahnung wie viele Teile, es sind 2 oder 3 oder 4 sogar. Ich bin ziemlich, erstmal vom ersten Eindruck ziemlich überrascht, beziehungsweise ich finde die Haptik etc. ziemlich gut. Ich habe jetzt noch keine Details mehr angeguckt, das machen wir jetzt am besten nämlich zusammen. Weil, bevor ich mir jetzt da ewig den Wolf suche, kann der dabei sein. Also wenn man sich das jetzt hier mal anguckt, die Teile jetzt mal so gut wie es geht nebeneinander. Was direkt auffällt, die Stoßstange wiegt vielleicht ein Drittel, komme ich aber gleich darauf, weil der GFK-Träger, der normalerweise in den MTech 2 und normalen Stoßstangen etc. vom Nachfacelift drin sind, den gibt es hier nicht, den muss man auch nicht übernehmen, so wie ich das gesehen habe. Und zwar haben die Jungs
in Taiwan, wo das Teil übrigens herkommt, die sind hingegangen und haben diesen Träger, der da normal drin hockt, nachgemacht aus ABS. Und die Aufnahme für die diese lange Torx-Schraube, die original drin ist, ist aus Metall. Also das sieht sehr, sehr gut aus, finde ich. Jetzt auf den ersten Eindruck, beziehungsweise auf den, das erste Mal schauen. Ne? Was mir jetzt direkt zum Beispiel auffällt, sind so Details wie diese hier. Ne? Ich weiß nicht, für was das damals war, aber das ist in dem Originalen hier auch drin. Ja, das ist so Sachen, weil ich weiß, ganz viele Leute sind da übelst drauf aus, dass das hundertprozentig original aussieht. Auch hier diese Einlassung sieht auch 1:1 identisch aus. Wenn man sich hier die Radien anschaut, ich mache das bei mir mal ein bisschen sauber. Und hier läuft auch 1:1 nach. Ne? Wenn wir uns erinnern an die Lichterprofi-Stoßstange, die wäre jetzt hier nicht rund, sondern die ist gerade und läuft dann hier rüber. Ist dann so ein Punkt, man muss auch einen gleichen dazu sagen, dieses Set für die Frontstoßstange kostet regulär 649 Euro. Das ist natürlich auch eine Ansage, aber bis jetzt, was ich gesehen habe, 1:1. Also so Sachen hätte ich jetzt nie nimmer geglaubt, dass das 1:1 nachgemacht wurde. Die Deckel habe ich schon gerade geguckt, also schauen wollen, ob die quasi untereinander passen. Ich hole jetzt mal noch einen Schraubendreher, dann holen wir den raus und gucken, ob auch diese Stufe hier drin ist. Weil bis jetzt bin ich sehr, sehr angetan. So, also auch das hier, wenn ich das jetzt angucke, diese Stufe bzw. die Aufmachung ist 1:1 gleich. Klar, bei der Originalen geht das hier runter. Ich weiß nicht, ob man das jetzt am Schraubendreher sieht. Ne? Hier ist quasi Material, wo es runter geht auf den Stoßstangenträger, der auch hier aus Metall ist. Und hier ist das quasi frei. Wäre mir jetzt persönlich aber total Jacke. Aber was ich später definitiv ausprobieren muss. Ja, warte, das geht auch so. Passt dieser Fake-Deckel in mein Original rein, weil mir fehlt einer. Ja. Also wenn ihr irgendwann mal keine Ersatzteile habt, dann passt das schon mal da rein und dann geht es schon aus, das passt auch genauso umgekehrt. So, dann schauen wir uns das mal weiter an, gehen wir mal an die Radien, ich tue jetzt die Stoßstange kurz mal ein bisschen anders hinlegen. So, schauen wir uns das jetzt mal an, also nur diesen Ausschnitt, weil ich die Stoßstangen jetzt quasi hintereinander liegen habe. Auch das ist, wir müssten mal jetzt einen Meter holen und mal messen, das quasi gleich weit rausgeht. Das war übrigens ich mit der Schere, wo ich es ausgepackt habe, aber das ist nichts Schlimmes. Also das sieht sehr, sehr nach 1:1 aus. Ich würde sagen, meine Originale ist hier jetzt ein bisschen flacher, was es angeht, der Höhenunterschied, aber die wurde auch schon zigmal lackiert und Spritzspachtel und alles mögliche. Würde ich mich jetzt nicht darauf verlassen, dass das quasi ja noch die Originaldicke oder beziehungsweise das, dass das noch original ist. Aber wenn ich mir auch hier angucke, dieses Eck, was die Schwingung angeht, 1:1 nachgemacht. Also das ist schon, wenn ich ehrlich bin, auf einem sehr, sehr krassen hohen Niveau kopiert. So, dann gucken wir uns mal das untere Teil an und dann gehen wir zu dem Part, wo man direkt sieht beziehungsweise weiß, okay, das ist keine Originale. Ist ja gespiegelt. Auch hier Befestigung, original, von unten die Schraube durchgesteckt. Da unterscheidet sich ja auch extrem die Lichterprofi-Stoßstange. Dann, wie wir direkt erkennen können, ich drehe es jetzt mal rum. Hier ist dieser Träger, von dem ich erzählt habe. Ne? Hier wird der Blinker reingeschraubt werden, wo ich mich jetzt frage, wie das passieren soll. Okay, der Blinker wird quasi dann von hinten verschraubt. Normalerweise Montage des Blinkers, wir zeigen das gerade kurz mal hier. Normalerweise wird der Blinker in diesen GFK-Träger dran geschraubt und dann kommt die Stoßstange drüber. Und da ist es eigentlich schon genau falsch rum. Normalerweise ist die Schraube von vorne, dass man es wechseln kann ohne einen großen Akt. Aber ist nicht schlimm, das ist wirklich jemand auf ganz, ganz hohem Niveau. Der Träger hier sind die Stoßstangenhalterung, beziehungsweise hier wird das dann aufgeschoben auf den Pralldämpfer. Probieren wir auch heute noch aus, das ist nämlich kein Problem, das auszuprobieren. Was wir heute nicht montieren werden, ist quasi die Frontschürze. Gucken wir mal uns das hier an. Hier sind quasi die Befestigungen, ja, quasi dargestellt, weil dieser ABS-Träger, der jetzt hier drin ist, der wurde hier aufgeschweißt, beziehungsweise ja, das ist halt miteinander verschweißt worden. Finde ich jetzt persönlich ein bisschen schade. Aus dem ganz einfachen Grund, wenn wir jetzt hingegangen wären, hätte das nicht gemacht und hätte dieses innere Teil weggelassen, auch das Metallteil, und hätte
von einer ganz normalen Stoßstange diesen GFK-Träger herausgenommen, hier draufgeschnitten, das hat geklappt. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, dann wäre der Unterschied zu erkennen nicht mehr möglich. Also fast nicht mehr. Klar, man kann jetzt noch erkennen, hier innen, ne, das sind jetzt hier Streben, wo das zum Stabilisieren gedacht sind, mehr Steifigkeit etc., die fehlen hier. Stoßstangenhalter, original, den kann man demontieren, der ist so mit Nieten hier drin, der ist hier aufgespeist. Klar, da würden wir es definitiv noch erkennen. Aber wenn das jetzt hier gleich wäre, würdest du keinen Unterschied sehen. Dann ist natürlich irgendwo, keine Ahnung, wo das in dem Teil ist, noch diese Faber-Nummer oder BMW-Nummer drin, ist natürlich ja nett, ist ein Nachbau. Ne? So. Es sind hier noch zwei Unterlegscheiben dabei, keine Ahnung für was oder was man damit machen soll. Legen die mal beiseite. Aber so bis jetzt, wir können auch mal kurz das hier noch angucken, was so Material, also was hier diese Flanken angeht, ist identisch, ne? Also sehr, sehr krass. Was willst du lieber fahren wollen? Also ja, ein Teil gefällt mir trotzdem besser. Weil? Da kein Stift dazwischen ist. Ja, aber den würdest du nie sehen. Egal. Du stehst ja quasi und schaust runter und dann verdeckt die Stoßstange diesen Schlitz. Also es würde nie jemand sehen, außer du würdest dich auf den Boden legen oder ein E30 ist auf, keine Ahnung, 3,50 Meter höher gelegt. Und der Preis. Ja, klar. Preis ist definitiv ein Riesenunterschied. Was das Einzige, was ich jetzt momentan als Mangel quasi gefunden habe, aber ich glaube, das ist auch zu verzeihen, dadurch, dass das hier so aufgeschweißt ist, sieht man das hier. Ist das so ein bisschen, ja, steht das ein bisschen ab. Ja, aber das könnte man jetzt auch einfach kleben und klebt das hier dran und gut ist. Und vor allem ist das auch die, okay, ist die obere Seite, ne? Die wird man sehen. So, jetzt haben wir die Frontschürze quasi. Ne? Hinten wieder original, vorne Nachbau. Nicht wundern, wir haben jetzt immer noch von der Firma Streetmarkers, haben wir jetzt das Schwert dran. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, das passt auch an die, an diese neue nachgemachte, ne? Was uns gerade schon aufgefallen ist, also hier wurde wirklich alles 1:1 kopiert. Ne? Also man muss hinzu sagen, meine MTEC 2 Frontschürze, die ist von einem ehemaligen Driftwagen und die hat hier und da ihre Blessuren und Schäden. Ne? Also deswegen nicht sagen, ey, da ist aber eine Strebe, wo hier nicht da ist, beziehungsweise umgekehrt. Das ist daher zu verschulden, dass meine dementsprechend schon sehr gelitten hat. Gehen wir direkt mal darauf ein, was ich meine. Und zwar hier dieses Teil hier, ne? Dieses Detail. Das hat auch die Originale. Wenn das jemand nachmacht oder designt, der würde sich nie die Arbeit machen. Also diese Lasche, die fehlt bei meiner, weil meins halt von einem Drifter, beziehungsweise einem ehemaligen Drifter ist. Die Befestigung ist wirklich 1:1 wie auch bei einem Original, nämlich hier über diesen Schlitz. Hier kommt dieser Clip rein, der haltet das hier fest und wird in der Frontmaske quasi verstiftet. Das wird dann so quasi reingeschoben. Ist 1:1 identisch. Das Einzige, was mir ein bisschen auffällt, ist hier dieser Schlitz. Ne, der läuft nicht parallel. Ne? Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das ist wie so ein Dreieck in Anführungszeichen. Ne? Der läuft so. Das ist original nicht so. Aber das ist wieder Jammern auf ganz, ganz, ganz hohem Niveau. Dann, was mir gerade auffällt, kann aber sein, dass es vielleicht vom Transport gekommen ist. Siehst du das? Diese Strebe fällt nach unten hin ab. Sollte aber, glaube ich, kein Problem sein, weil der Clip würde das so hochziehen. Gucken wir uns mal die Radien an, was quasi entscheidend ist oder ausschlaggebend ist. So, auch hier, na, ich weiß nicht, ob man das genau sieht mit dem Schatten, also, hier, also aus meiner Perspektive sieht man das echt klasse, dass dieser Lufteinlass so geschwungen hier reingeht, wie original auch. Ist bei dem Lichterprofi-Teil, glaube ich, gerade. Ist aber, wie gesagt, wieder Jammern auf ganz hohem Niveau. Ist hier auch, ne, wenn du hier siehst, ist eine schöne Rundung hier drin. Also nicht einfach nur ein harter Radius, ist hier auch. Dann ist der Steg auch unterschiedlich hoch. Ich weiß nicht, ob du das siehst. Ist quasi hier fällt das vorher runter und bei den Nebelscheinwerfer geht das hier quasi hoch. Ist original auch so. Ich glaube, ich brauche auch keinen Meter zu holen, wenn ich mir jetzt anschaue, was wir quasi hier von hier bis hier am Maß haben. Haben wir hier auch, das sieht man, also das sehe ich von meiner Perspektive direkt. Auch der Winkel von quasi der geraden Fläche hin zum Schwert, was ich jetzt hier montiert habe, das ist auch identisch. Also das ist echt krass. Also ich finde es ungelogen brutal, wie dieses Teil nachgemacht ist. Ich bin davon ausgegangen, okay,
Das ist jetzt ein Nachbau, der ziemlich gut passt oder schon an perfekt rankommt, aber man definitiv noch erkennen würde, ob es ein echtes oder ein Replikateil ist von außen. Von außen sehen wir bis jetzt nichts. Also die Frontstoßstangen, was wir vorhin hatten, siehst du von außen keinerlei Unterschiede. Jetzt innen, da werden wir Unterschiede sehen. Und zwar die Befestigung hier. Ich habe keine Ahnung, was da original drankommt. Bei mir fehlen auch schon zwei. Wie gesagt, ist eine zum Teil auch schon revidierte und reparierte Stoßstange. Hier ist das dementsprechend so gelöst, dass das dementsprechend hier direkt einfach mit in das Material mit reingezogen wurde und das ein Teil ist. Was ein bisschen schade ist, soweit ich weiß, wird der Bremsenluftkanaladapter für MTEC 2 nicht mitgeliefert. Also der wird auch später nicht dabei sein, weil der gute Levo das Teil auch gar nicht hatte oder hat und hat es ihm nicht mitgegeben. Keine Ahnung, jedenfalls das gibt es nicht, das muss man sich dann bei BMW holen. Das ist so ein Schnüffelstück-Adapter, sage ich jetzt mal dazu. So an für sich, okay, was man direkt nur sieht, okay, hier um den Nebelscheinwerfer ist hier nochmal eine Sicke, keine Ahnung, für was die original gedacht ist, vielleicht für eine Dichtung oder sowas, ist hier nett, aber sonst, das ist alles wirklich 1:1 nachgemacht. Ah, wahrscheinlich wird das hier irgendwo miteinander verschraubt mit dem Frontblech, keine Ahnung, ich habe es noch nicht montiert, mein originales. Wir werden dann ein Montagevideo nochmal komplett machen. Und ich sag mal so, wenn ich das originale MTEC 2 montiere, dürfte das eigentlich kein Unterschied sein zu dem, weil die Befestigungspunkte, ich muss mal quasi gespiegelt zueinander stellen. Wenn ich mir das jetzt hier so anschaue, na, siehst du das? Na, ich kipp es in deine Richtung, pass auf. Na, wir sind jetzt hier quasi erster oder mittlerer Befestigungspunkt. Jetzt lasse ich das quasi hier so langlaufen. Zweiter, dritter. Ne? Also das heißt, die Befestigung wäre 1:1 identisch, das heißt, wenn ich das MTEC 2 original montiere, sollte und müsste auch dieser Nachbau montiert werden können. Jetzt ist hier noch irgend so ein Aufkleber drin. Das hat nur was mit dem Lackieren zu tun. Genau, nur irgendwas mit dem Lackieren zu tun, dass irgendein Primer spezieller drauf soll kommen für Kunststoff etc. Schon ein Brett, bin ich ehrlich. Montage machen wir in einem anderen Video. Ich habe mir das vorhin überlegt gehabt. Das Problem ist jetzt ganz einfach. An dem roten 318 IS ist noch gar keine Frontmaske dran. Da müssen wir eine Frontmaske drauf machen. Ich muss die Stoßstangenhalter dran machen. Dann liegt das Ding momentan wirklich auf dem Boden. Da sind keine Räder drin und unsere Palette, die drunter ist, zusammengebracht. Das heißt, ich werde bis zum nächsten Video, ich hoffe, das können wir dann nächste Woche machen, würde ich das Teil auf Räder packen, ein bisschen vor, ein bisschen hübsch machen, Frontmaske dran machen und dann würden wir das montieren. Und dann entscheidet sich wirklich, aber ich bin ehrlich, wenn ich mir die Teile angucke, wir können ja mal auch diesen Test hier machen, na, ob das, das ist... Muss spiegeln. Ja, die Teile, wie gesagt, meins ist ja auch hier geklebt, ne? Also das Zeug, das wird passen. Also ich habe da null, wirklich null Bedenken, dass dieses Zeug nicht passen wird. Und jetzt ist die Frage, ich habe mit dem Dominik 2-3-4-mal, vielleicht auch 5-mal telefoniert. Der weiß momentan nicht, ob noch mehr Teile kommen werden. Es ist jetzt wirklich stark abhängig, wie viele Leute daran Interesse haben und das kaufen werden. Kann ich verstehen. Das ist ganz einfach, was beziehungsweise was meiner Hinsicht jetzt das Problem ist oder was ich als problematisch sehe, ist, es gibt die Lichterprofi-Sachen. Die Lichterprofi-Sachen kosten fast die Hälfte, glaube ich. Ich weiß, glaube ich, die Stoßstange von kostet 300 Euro oder sowas. Und ich habe schon gesagt, ich weiß nicht, wie die Leute eingestellt sind. Wollen die wirklich eine gut passende, sehr an dem Original angelehnte Stoßstange für 300 Euro als Beispiel? Oder wollen die wirklich eine perfekte 1:1 Kopie zum Originalen für 650 regulär? Ich glaube, momentan gibt es eine Aktion für 599. Die zählt aber oder läuft nur was nicht 10 Tage oder sowas. Das ist halt das was man quasi beantworten müsste. Wenn man die Antwort wüsste, dann könnte man dementsprechend sagen, okay, pass auf, wir machen noch Stoßstange hinten, Schmeller und Blanken. Schmeller und Blanken wurden ganz oft bei mir schon angefragt, Digga, wann kommen die Sachen? Die Sachen sind, soweit ich weiß, unterwegs. Also, wir reden jetzt gerade von den Lichterprofi-Sachen. Wir vermixen das jetzt ein bisschen, ist ja nicht schlimm. Ich wäre ja von niemandem bezahlt, deswegen darf ich das machen. Die Lichterprofi-Sachen sind, soweit ich weiß, unterwegs. Ich habe die Sachen jetzt live gesehen beim Moodloop von Levella. Die Teile passen gut, aber ich bin ehrlich, nicht perfekt. Es ist wirklich nicht perfekt. Also, wo ich das gesehen habe,
Habe ich schon zu meinem Bruder gesagt, weil ich habe die Teile auch nicht original. Ich habe nur die Schwelle original, die blanken habe ich nicht original. Ich hätte die Dinger komplett anders montiert. Also geklebt hätte ich sie nicht, definitiv nicht. Ich hätte einen Gewinde reingemacht, aber das ist egal. Das Schlimmste, was ich fand, was ich definitiv nacharbeiten würde, und zwar sind solche Schwünge, die wir hier jetzt Gott sei Dank gut sehen. Normalerweise muss dieses hintere Teil, was zum Radlauf geht, auch einen Schwung machen, um die Radlaufkante wirklich 1:1 perfekt zu übernehmen. Macht es nicht. Das Zeug ist gerade. Das heißt, wenn du von oben drauf schaust und hast jetzt, meiner wird ja auch rot wie Mutlu seiner, dann siehst du da eine schwarze, ja, ein Gap siehst du da quasi. Oder Klebekante. Halt, genau, diese Klebekante. Da bin ich jetzt ehrlich, ne? Normalerweise bin ich ja wirklich einer, wo sagt, oh scheiß drauf, ne? Da hätte ich mir jetzt die Mühe gemacht und hätte da einen Radius reingeschliffen mit Schleifpapier. Aber der Dominik hat die Teile vom Levo ja original bekommen und wenn wir uns jetzt hier angucken, wie perfekt dieser ganze Krempel 1:1 nachgemacht ist, bin ich mir sehr, sehr sicher, diese Planken werden genauso gut sein. Jetzt die Frage, ich persönlich finde, Planken und Schweller müssten als nächstes kommen. Heckstoßstange ist von Lichter Profi anders zu montieren, lässt sich gut montieren, ist aber auch bauchiger. Also vielleicht, ich muss mal mit Dominik telefonieren, vielleicht geht auch alles in Anführungszeichen, aber es halt muss er entscheiden, was dann dementsprechend die Teile kosten wird, weil Heckstoßstange ist auch sehr extrem der Unterschied, finde ich. Also ich sehe direkt, ob es ein echtes ist oder nicht, weil MTEC 2 Original läuft hinten quasi so runter und deine macht diesen bauchig. Hier. Ja. Ist nicht so schlimm, kostet dafür auch nur ein Drittel oder noch weniger. Ne? Aber so ist das Zeug, finde ich, sehr, sehr geil. Wie ist der Preis aktuell für Original? Original MTEC 2, wenn es komplett ist, in einem guten Zustand, kannst du 2000 Euro aufwärts rechnen. Dann ist es ja eigentlich gut gefälscht, 2000 Euro wert. Das kann ich nicht beantworten, will ich auch nicht beantworten. Da gibt es sehr eigene Menschen, sag ich mal, oder eigenartige Menschen in dieser BMW-Szene, die würden auch ein Nachbauteil, das 1:1 identisch ist mit dem vom Originalen, das sogar besser verarbeitet ist, nicht verbauen, weil sie sagen, es ist nicht original. So Leute gibt es, kann ich persönlich nicht verstehen, aber es ist Leben und Leben lassen und das sollen die machen, was sie wollen, sollen wir nicht auf den Keks gehen. Ich persönlich, für mich ist das wirklich eine 1:1 Kopie, das ist richtig krass. Und nochmal, ne, ich habe dafür keine Kohle bekommen. Klar, ich habe die Teile zur Verfügung gestellt, aber jeder weiß, wie ich da unterwegs bin. Wenn ich da was schlecht finden würde, würde ich es auch definitiv sagen. Aber ich glaube, Nahaufnahmen haben für sich gesprochen. Das ist schon krass. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Schauen und wir sehen uns, denke ich, nächste Woche wieder mit der Montage. Nein, die wollen uns verarschen hier, Alter. Will die mich rollen? Lass mir doch irgendwie keine Ruhe. Ich will wenigstens mal schauen, ob Blinker reinpassen würden. Also die Schrauben sind nicht dabei, wo ich jetzt gerade reinschraube. Das sind natürlich wieder feinste Sperberschrauben. Was anderes kommt hier nicht in die Tüte. Ja, guck mal, das sieht sehr passgenau aus. Ne? Also ich habe es direkt beim ersten Versuch klar richtig gemacht. Wie alles, was ich mache in meinem Leben. Drauf wäre sie jetzt, nicht irritieren lassen, warum das hier so runterhängt. Ich habe hier keinen Stoßstangenhalter dran. Das ist jetzt einfach nur so eine Szene, die ich jetzt quasi als, wie war das? Als Vorschau. Vorschau, genau. Als Vorschau, so ein Appetizer, Apparativ. Also das kriegt ihr für umsonst, wie alles andere auch, was ich euch zeige. Das sieht eigentlich schon mal ganz gut aus. Was wir jetzt auch hoffen, wir testen noch eine Sache und zwar, okay, dann machen wir mal die Kappe raus und gucken, ob wir abschleppen könnten, wenn wir müssten. Guck mal. Also, würde auch gehen. Das geht. Bin ich der Profi auch? Ja, ja. Haben wir auch probiert. Aber ich weiß nicht, wenn du so ein bisschen hoch runter schwenkst, ne? Da siehst du schon viele Sachen, ne? Also die hier, Kante siehst du, ja. Ja, also. Das Ding ist immer noch geil, finde ich, für das Geld, was es kostet. Und das hier ist wirklich Bombe. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum Montieren. Ciao. Ciao und nochmal ciao. Ja, ciao. Ciao.